Jedes Jahr werden weltweit 1,5 Milliarden Smartphones hergestellt und leider wohl auch genauso viele nach meistens viel zu kurzer Nutzungsdauer weggeworfen. Da der Abbau der benötigten Rohstoffe unter menschenunwürdigen Bedingungen erfolgt, der Energieaufwand zur Herstellung der Einzelteile extrem hoch ist und die Herstellungs- und Lieferkette mehrmals den Globus umspannt, hat das verheerende Folgen für unsere Welt. Dabei ist ein Hauptgrund für diese kurze Nutzungsdauer schnell erklärt. Das Betriebssystem eines Telefons wird üblicherweise fortlaufend erneuert. Aber viele Hersteller verzichten bereits nach kurzer Zeit darauf, dir diese Aktualisierungen auch auszuliefern, was die Installation von aktuellen Apps erschwert und Sicherheitsprobleme erzeugt. Die neue Software sollst du nur bekommen, wenn du auch ein neues Telefon kaufst. Und das, obwohl dein bisheriges eigentlich noch top funktioniert. Doch anstatt dein Gerät deswegen gleich zu ersetzen, kannst du die Software viel besser selbst aktualisieren, indem du ein freies Software-Betriebssystem installierst. Das bringt die wertvolle Hardware, die oft noch viele Jahre halten kann, sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand. Und du kannst wieder aktuelle Apps installieren und auch endlich alle unerwünschten deinstallieren. Wenn jede oder jeder Dritte von uns das Gerät nur ein Jahr länger nutzen würde, könnten jedes Jahr die Ressourcen für hunderte Millionen Smartphones verschont bleiben. Also mach mit, hilf der Umwelt, spare Geld und nutze freie Software als Werkzeug für Selbstbestimmung und gegen Verschwendung und Obsoleszenz. Auf upcyclingandroid.org findest du Hintergründe dazu, wie du das Leben deines Android-Smartphones mit freier Software verlängern kannst. Dort findest du auch wichtige politische Forderungen und wie du dich einbringen kannst, Hilfe zur Selbsthilfe und weitere Ideen. upcyclingandroid.org